Auf Gaskunden kommen erhebliche Belastungen zu. Da sind zum einen die gestiegenen Preise, aber auch die geplante Gasumlage und nicht zuletzt die Mehrwertsteuer darauf. Um für etwas Entlastung zu sorgen, kündigte Bundeskanzler Scholz heute an, den Steuersatz befristet zu senken. Statt mit 19% soll der gesamte Gasverbrauch von Oktober bis März mit 7% besteuert werden. Der Kanzler will die Botschaft offenbar schnell loswerden, die Pressekonferenz kurzfristig einberufen und äußerst knapp. Gaskunden sollen bei den Mehrkosten entlastet werden. Die Bundesregierung hat deshalb heute entschieden, die Mehrwertsteuer auf Gasverbrauch zeitlich befristet auf 7% abzusenken. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz wird so lange gelten, wie die Gasbeschaffungsumlage erhoben werden wird, also bis zum 31. März 2024. Zur Rettung von angeschlagenen Energiekonzernen hatte die Bundesregierung eine Gasumlage festgelegt. 2,4 Cent pro Kilowattstunde sollen Verbraucher ab Oktober zusätzlich zahlen. Für eine vierköpfige Familie mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden entspreche das Mehrkosten von 484 Euro im Jahr. Darauf kommen jetzt 7% Mehrwertsteuer. Finanzminister Lindner hat in Brüssel vergeblich um eine Aussetzung der Mehrwertsteuer auf die Gasumlage gebeten. Die Entscheidung der Bundesregierung wirkt sich nun auf den gesamten Gaspreis aus. Mit diesem Schritt entlasten wir die Gaskunden insgesamt deutlich stärker als die Mehrbelastung, die durch die Umlagen entsteht. Wir erwarten von den Unternehmen, dass sie diese Senkung 1:1 an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben. Der Linken reicht das nicht. Diese Mehrwertsteuersenkung ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn auch richtig. Aber sie kann überhaupt nicht das ausgleichen, was aktuell an Verteuerung für die Bürgerinnen und Bürger ansteht. Der Bundeskanzler kündigte heute ein weiteres Entlastungspaket für die nächsten Wochen an.